Danke, dass du wieder eingeschaltet hast in der Freitagsversion oder Ausgabe. Hier haben wir jede Menge Wüstenratten und da hinten sind dann wieder schöne reißerische Rasurklingen oder Reiserklingen oder Wüsten. Na, wie heißen sie denn? Snapper? Snapper, ja, richtig. Okay, machen wir erstmal hier die Wüstenratten platt. Wenn das Schöne ist, die sind ja alle schön da. Gefräßig, das sind Aasfresser, die Wüstenratte. Wüstenratten. Schön. Die lassen sich dann schön aus der Ferne. Oh, da, die kommen mal ganz schön. Das sind aber viele Leute, meine Herren. Das lässt sich ja richtig. Ach, ich habe vergessen, da unten aus der Höhle die Pilze zu holen. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Mann, dann kann ich gleich wieder runter. Aber erstmal will ich hier die Dinger hier treffen. Wieso werden die nicht getroffen? Ach. Kacke drauf. Ah, ist klar. So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde das mal looten, gehen nochmal zur Höhle unten runter, die Pilze holen. Jo, eben noch die Pilze geholt und jetzt finde ich die Ratten nicht mehr, die mal hier waren. Dafür, Moment mal, hier hat es komische Geräte gegeben. Wie heißen die Geräte hier? Sklavenjäger, Bluthund. Ja, Sklavenjäger, Bluthund. Und die Rädchen sind schon verwest, also die Ratten. Und hier hatten wir ja dann die Razor Blazer, ne, oder die Snapper und überhaupt gehabt. Und es wird ja auch wieder ein bisschen, na, wie soll ich sagen, es wird ja wieder ein bisschen helle. Gucken wir mal, 4,54. Dann werde ich mal, hoffentlich habe ich genug Mana. Ja, ich habe Mana. Und da werden wir mal eben schnell ein Unwetter wirken und mal durch die Oase rennen. So, jetzt los, kommt. Oh, das sind aber nicht unwenige, meine Herren. Sorry für das Ruckeln, das ist halt eben so. Okay, wunderbar. Ist denn noch mehr in der Nähe? Vorerst nicht, dann loot ich die mal im Off. Ja, Wüstensnapper, alle gelootet. Und während ich im Off gelootet habe, hatte ich tatsächlich noch wieder eine Access Violation gehabt. Musste dann wieder einen älteren Spielstand holen. Die Mäuse da hinten oder die Ratten erledigen und das ganze Prozedere nochmal machen. Also hier in dieser Oase, die wirklich sehr groß ist, gibt es sehr viel. Und da ist ein Wüstenwurm. Den werde ich mal speichern. Und dann mal schauen, ob ich ihn einigermaßen verletzen kann. Na, auf dieser Entfernung wohl nicht. Ach, von hinten. Okay. Oh, da gibt es ja noch mehrere. Ach du liebes bisschen, treffe ich den hinteren oder was? Oh, läuft doch. Läuft doch. Ein bisschen hat er mich geknapst. Guckt euch das mal an hier. Was eine Riesenoase. Ich meine mich erinnern zu können, in meinem Kanal, in den Kommentaren hat mir jemand geschrieben, in Oasen oder welchen Palmenhainen gibt es seltene Pflanzen zu finden. Das werde ich dann auch noch machen. Ah, man kann die nicht so austricksen, Mensch. Indem man so ein bisschen zur Seite geht. Mhm. Ach, hier. Feuerkraut. Hier sind die ganzen Sachen. Das werde ich mal dann alles im Off machen. Aber erstmal möchte ich hier den Bereich safe haben. Apropos Essen und Speichern. Und mal gucken, wie spät wir es haben. 5.07 Uhr. Ja, das geht ja noch. Wo kriegen wir denn noch was zu sehen? Natürlich wieder blöde Steinchen, die hier nerven. Rolle. Ach du liebes bisschen, was bist du denn für eine? Das ist der Sklavenjäger Bluthund. Ach, hier gibt es auch Sklavenjäger Bluthunde. Okay, die sind nicht so, auf den ersten Blick nicht so gefährlich. Okay. Da hinten brennt's. Da brennt der Fahrrad. Da brennt ein Feuer und wenn da hinten Feuer brennt, könnte es sein, dass da Leute sind. Ah ja,
Da sind Leute. Wie heißen die Leute denn? Enrico und Sklavenjäger. Ach so, okay. Dann wollen wir mal unser Kostüm anziehen. Enrico. Und hoffen, dass sie uns wohlgesonnen sind, obwohl ich das nicht glaube. Dann werden wir mal so ein bisschen so hinspazieren oder rennen. Sehen aus wie Assassinen, weil die einen Bogen haben, der Assassin. Enrico? Hey du! Hallo, seid ihr auf der Jagd? Ja, und zwar jagen wir ein ganz besonderes Wild, nämlich Sklaven. Vor einiger Zeit sind 4 Sklaven aus dem Erzlager von Ugar entflohen. Aber bei Belial, wir werden sie kriegen. Unsere Hunde haben noch jenen aufgespürt. Also pass auf, dass du ihnen nicht begegnest. Sie würden dich sofort zerreißen. Aha. Also haben die diese Sklavenhunde da? Die, ich habe doch da eben gerade einen weggeballert. Hallo. Gucken, lass mich in Ruhe. Sagst. Ja, okay, du. Wer bist du? Du bist auch ein. Lass mich in Ruhe, ne? Hallo. Lass mich in Ruhe. Alles klar. Ja. Ihr seid ganz besondere Jäger. Gut, dann werde ich selber auf eigene Faust wieder weiterjagen, nachdem ich mich ein bisschen hier, nachdem ich ein bisschen Abstand gewonnen habe. Ach, übrigens. Ich sehe wieder einen Wegweiser. Nach Uga. Und hier haben wir Feuerwarane. Also das ist eine Riesenoase, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie groß die ist. Oh ja, das wird wohl bis... Ah, wir sind hier kurz vom alten Tempel hier. Okay. Auch interessant. Also ziehen wir uns wieder um. Und nach Uga. Ich wollte eigentlich... Moment mal, ist hier noch was? Ja, ein Stängel Sumpfkraut. Hier liegt ein Skelett, das hat wohl sich totgekifft. Ach ja. Das ist mir noch ein bisschen zu spät. Das heißt also, ich gehe wieder runter zu der Höhle, wo ich die Pilze vergessen hatte und werde dort eine Nacht mal, also bis zum nächsten Abend schlafen. Und zwar meine ich das Bettchen hier bis zum nächsten Abendschlaf. Dann gehen wir wieder. Ah, genau, richtig. Dann gehen wir wieder hoch. No. Doch am besten und bequemsten. Oh je, Wüstenfeuerwarenchen. Jo. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich, da sind nicht so viele. Die hat mich ja ganz schön verbrannt. Meine Herren. Ja, wie viel haben wir denn noch hier in der Nähe? Wilbert? Es gibt ja noch mehr Leute. Und einen Wüstenfeuerwaran. Na, mir gehen die Tränke nämlich langsam aus und habe ich nicht so einen Bock. Weiter vorgedrungen, können wir eventuell noch was hier erblicken. Oh, wir sind hier an der Ende der Oase angekommen. Oder sieht so aus. Und das wäre doch eigentlich ein wunderbarer Anfang, von hier aus mal nach seltenen Kräutern zu suchen, bis wir da wieder zu Wilbert, also in der Reichweite kommen. Und das werde ich dann in dieser Zeit mal überspringen. Und wenn es irgendwas Lustiges gibt, also ich werde euch erzählen, was ich hier als finden werde oder gefunden habe. Fällt mir gerade so auf. Ich habe ja was. Das werde ich anlegen, nachdem ich das andere Amulett abgelegt habe. Ja. Bitteschön, such mal für mich. Und zwar, such etwas. Such mir etwas. Oh, und nachdem... Such einfach alles, was du finden kannst. Nach diesem, such mir alles, was du finden kannst. Ne, werde ich dann das machen. Summ, summ. Okay. Ja, im Auf habe ich nicht viel gefunden mit dem, eigentlich gar nichts. Aber was ich gefunden habe oder worauf ich gestoßen bin, erstmal dieser Wegweiser.
Da hinten war ja dieser Wilbert, glaube ich, hieß er. Irgendwo stand er da mitten in der Pampa rum. Da ist er, richtig. Und da war eine Höhle. Als ich ja noch die alte, die Paladin-Rüstung anhatte, dann schossen die auf mich. Ich habe mich schnell umgezogen. Und jetzt gucken wir mal. Sklavenjäger sind das. Sklavenjäger, das sind ganz widerliche Sklavenjäger. Was ist da hinten? Ein Goblin-Reiter. Aha. Mhm, okay. Irrlicht ist gut. Wir gehen zuerst mal nach Wilbert. Denn der hat ja obenrum nichts an. Genau da zum Beispiel. Und ich vermute, dass es ein Sklave ist. Ja. Und zwar ein sehr wachsamer Sklave. Hat bestimmt Angst vor den Sklavenjägern. Und auf deren Hunde. Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, auf was wartest du denn? Hey, auf was wartest du denn? Halt! Keinen Schritt weiter. Ich warne dich. Komm mir ja nicht zu nahe. Hey, was soll denn das jetzt? Ich lasse mich nicht zurückbringen. Der alte Wilbert wird seine Haut teuer verkaufen. Mach dich nicht lächerlich. Du willst dich doch nicht wirklich mit mir anlegen. Ich bin dir überlegen. Von mir aus kannst du mich gleich totschlagen. Ich gehe nicht mehr in dieses verwünschte Erzlager zurück. Ich nicht. Du bist also ein entflohener Sklave. Jetzt tu nicht so, als ob du das nicht gleich sofort bemerkt hättest. Natürlich bin ich einer. Du kannst die Waffe ruhig wegstecken. Ich habe keine feindlichen Absichten gegen dich. Na schön. Dann will ich dir erstmal glauben. Aber komm mir bloß nicht zu nah. Ja, wohin wolltest du denn hin? Wohin wolltest du denn fliehen? So genau weiß ich das auch nicht. Aber erstmal raus hier aus dieser Oase. Aber das ist jetzt zu spät. Und warum ist es jetzt zu spät? Weil meine Verfolger bereits vor mir an der Schlucht, die aus der Oase führt, angekommen sind. Wer sind deine Verfolger? Mehrere Sklavenjäger aus Uga mit ihren Hunden. Zwei von den Kerlen stehen vor der Schlucht Wache. Und wo sind die anderen Verfolger? Die müssen ebenfalls ganz in der Nähe sein. Hüte dich vor ihren Hunden. Das sind Bestien, sag ich dir. Was wirst du jetzt machen? Na, was schon? Warten. Irgendwann müssen doch die Kerle die Nase voll haben, nach uns zu suchen. Aber das wird noch dauern. Und? Du bist also nicht allein entflohen? Nein, wir waren vier Mann. Die anderen aber werden sie wahrscheinlich bereits erwischt haben. Denn ich bin am schnellsten gelaufen. Und nach mir ist niemand mehr von uns hierher gekommen. Ups, ein paar Aussetzer. Ist das mein System? Weiß ich jetzt nicht. Moment mal eben. Sieht man das hier im Rendering? Ich weiß es nicht. Guck mal eben nach CPU. Alles gut. Temperaturen, okay. Nö, also daran liegt es wohl nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ah, also Wilbert hat also schon mal sich hier in Sicherheit gebracht, Abstand genommen zu diesen Sklavenjägern da vorne in der Schlucht und zu diesen anderen da. Na, wo waren sie denn? Irgendwo in der Richtung. Waren da noch welche? So, Irrlicht, wieso findest du nichts? Mal gucken, ob das Irrlicht noch intelligent ist. Vielleicht finde ich ja vorher was. Ich laufe hier wieder zurück, so wie ich das sehe. Ja. So aus. Ne, sieht nicht so aus. Was ist denn hier wieder los? Dunkel? Hä? Hier geht es irgendwie andersrum. Rum. Folgst du mir noch? Wie lange bleibt eigentlich das Irrlicht bestehen? Ach, eine Löwin. Mhm. Eine Löwin, ja. Da wollen wir erstmal. Wo geht es eigentlich da lang? Hm. Ach, zum alten Tempel. Wieso hast du jetzt hier den Pfeil verloren? Das ist doch nicht zu fassen, ne? Jetzt. Ah ja, so funktioniert das. Lassen wir erstmal die Löwen außer Acht. Friedlich sein den Tieren gegenüber und weiter gucken. Spicke! Spicke, also Spike. Hier treiben sich ja Gesellen rum. Okay, Licht ist weg. Und kann ich ja gleich nochmal. Nee, da ist es wieder. Licht. Komm her bei Fuß. So, mir etwas.
Such mir etwas. Und zwar einfach alles, was Dinge und Tränke, Nahrung und Pflanzen, Nahkampfwaffen, vielleicht Nahrung und Pflanzen, wenn ich das mal spezifiziere. Ich brauche Nahrung und Pflanzen. Summ, summ, summ. Okay. Und wenn wir mal mit Spike reden? Ach, das ist auch ein Sklave. So, das ist also der Spicker, hey, der Spike. Auch ein Sklave. Hallo, wer bist du denn? So allein in der Wildnis? Nicht ungefährlich. Hey, ganz ruhig bleiben, Mann. Wir können über alles reden, ja? So? Über was sollten wir beide denn reden? Mann, ja doch. Ich gehöre zu den Sklaven, die aus Uga entflohen sind. Mein Name ist Spike. Du bist also auf der Flucht? Ja, wir waren 4 Mann. Aber wo die anderen sind, keine Ahnung. Da waren plötzlich diese Viecher und da bin ich einfach nur gelaufen. Mann, habe ich eine Heidenangst. Mir ist jetzt alles egal. Ich gehe auch freiwillig zurück ins Erzlager, wenn du mich zurückbringen willst. Hauptsache, mich kriegen diese Viecher nicht. Bitte hilf mir. Ganz ruhig. Wohin wolltet ihr denn fliehen? Na, in irgend so ein Nomadenlager, das irgendwo in der Wüste liegen soll. Doch genaueres weiß ich nicht. Morris und Peter haben davon gefaselt. Doch Morris hat mit Sicherheit die Razor erwischt. Die haben sich alle auf ihn gestürzt. Schrecklich. Und was ist mit diesem Pete? Der ist gar nicht mit uns abgehauen. Der hatte auf einmal die Hosen voll und ist im Lager geblieben. Mann, ich bin erledigt. Vollkommen erledigt. Na, jetzt beruhige dich mal. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ja, hilf mir bitte. Ich halte es hier nicht mehr lange aus. Noch was? Ein Stück Erz? Nee, das lassen wir mal. Pete. Also Spike, Pete und... Dann hatten wir dann eben noch Wilbert oder Wilbert. Ja, Quest lesen. Was soll ich tun? Soll ich die Sklaven zu den Nomaden oder zurück zum Erzlager bringen? Vielleicht sollte ich erst einmal mit allen entflohenen Sklaven sprechen, bevor ich eine Entscheidung fälle. Das heißt, sofern diese noch am Leben sind. Ich sollte mich auch bei dem Aufseher der Mine über die entflohenen Sklaven erkundigen, sofern ich das noch nicht getan habe. Okay, guter Hinweis. Sorry, falsche Taste eben gedrückt. Ja, gucken wir mal. Also den einen haben wir ja, Wilbert haben wir ja getroffen. Und da unten gibt es wieder Löwen und so ein Kram, Panther. Ach, vor Panther haben die alle keine Angst. Superklasse. Dann werde ich jetzt mal weiter gucken. Suchst mir bitte mal was. Heißt also, wo ist denn jetzt nochmal? Ah, ist eine Riesenoase. Irrlicht? Hast du was gefunden? Nein, hat es noch nicht, sonst wird es da irgendwie rumleuchten. Ach, da ist der Tempel. Ach, hier gibt es einen Schalter. Und was passiert dann? Speichern. Doch, oder es passiert nichts. Womit denn? Ach so. Womit denn? Okay, ich brauche wieder einen Gegenstand. So einen lustigen, wie damals in der Lavahöhle. Okay. Weiter scouten. Also hier geht's zum Tempel. Also zu einem Tempel, ja, das wird's sein. Aber ich will ja eigentlich ursprünglich nach Uga. Jetzt haben wir 18 Minuten schon rum ungefähr. Da sind die Sklavenjäger. Gucken wir mal weiter. Ist hier noch was? Okay, meine Adeptenrobe habe ich an. Kann mir also keiner was. Dann werde ich mal den Verantwortlichen hier mal anquatschen. Enrico zum Beispiel. Nö. Also ich kann ihm die Information nicht bringen, dass ich jemanden entdeckt hätte. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Wilbur nochmal steckt. Vielleicht kommt dann noch eine Gesprächsoption, dass ich seinen anderen Typen getroffen habe. Wo war denn der nochmal? Wilbert, ja, nicht Wilbur, Wilbert. So, okay. Hey du! Eure Tränke. Okay. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu diesen Sklavenhunden da. Werde die mal ein bisschen vermöbeln. Da, wo das war. Hier geht es ja wieder nach Uga. Ne? Genau. So,
So, das Licht ist noch da. Und ich ziehe mich mal um. Licht, suche mir bitte mal. Brauch mal ein Beispiel. Hier gab es doch solche Pflänzchen hier irgendwo. Oh, jetzt da hinten. Hat seinen eigenen Weg. Guck. Ja, wenn ich da hingehe. Okay, Feuerkraut. Hat aber lange gedauert. Naja. So, ich sehe was hier aus dem Augenwinkel, Irrlicht. Siehst du es mal auch? Und zwar hier. Ihr habt recht. Oder einer von euch hat recht. Irrlich ist nicht so toll. Heißt also, ich muss es alles händisch im Off machen. Ah, siehst du? So, dann werde ich es mal wieder ablegen. Ist ja nervig, ist das. Stopp, war ja unten. Tschüss, Irrlich. Weiter geht's auf der Suche nach den widerlichen Hunden. Gerade im Dunkeln ist genau das Scouten hier richtig. Da ist doch schon mal ein Sklavenjäger-Spürhund. Okay. Ah, ja. Reißen dich in Stücke. Ja, ich sehe es. Bisschen hat er mich gerissen, aber auch nur ein bisschen. Jupp, haben wir den erledigt. Mal gucken. Wo sind noch mehr solche Sklavenspürhunde? Auch gemein Sklavenspürhunde hier. Oh, Panther wieder. Mhm. Wie sollte ich die alle... Gibt es die denn irgendwie als Questverbund? Die Sklavenspürhunde sind nach dem Motto, wenn ich die dann... Ach, was frage ich? Ich werde das später eben feststellen. Ja, Panther. Mhm. Löwin. Also hier ist alles voll in der Oase. Schön. Super schön. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Uga. Lasse das hier erstmal ein bisschen, ne? Außer Acht. Das ist mir alles ein bisschen zu. Moment mal. Zu durcheinander. Denn ich würde das ganz gerne doch im helllichten Licht machen. Vielleicht kriege ich ja in Uga schon mal eine, na wie heißt das, eine Hitzeschutzrüstung. So, wo war nochmal Uga? Die Richtung stimmt. Perfekt. Auch lustig. Moment mal, er läuft mit dem Pfeil in der Hand. Sollte auch so sein. Oh, dachte hier wäre eine Ausgrabungsstelle. Nee. Wüstenscavies? Wüstenscavies, sind die denn harmlos oder nicht so harmlos? Oh. Die nehme ich noch mit. Wenn die nicht so schwierig sind. Ach, die schlafen alle. Gucken, ob das was bringt. Schleichen. Okay. Oh, Mist. Das war nicht gut. Die waren ja alle auf. Jo, mal ein weiterer Versuch. Vielleicht habe ich mit... Aber dann kommen sie auch auf mich zu. Was? Gucken. Ah, den wollte ich haben. Hier vorne. Ah, das prellt. Das prellt. Blöd. Das prellt blöd. Wenn ich mit dem... Nee, das ist dull. Dann gehe ich... Ja. Nein. Jetzt. Oh. Okay. Ja. Mann. Okay. Sind nur zwei rausgekommen. Es hat mich ein bisschen gebrutzelt. Und
Wo ist denn der andere hin? Ach, da oben. Ja, mal speichern. Weiter geht's. Ich wusste es doch, den habe ich noch. Oh. Oh, sehr nah. Schlafend, sehr nah. Hä? Hinterm Baum oder was? Alter, sind das viele. Oh! Nee, das bringt alles nichts. Manometer. Sind die fix? Die sind fix, Leute. Die sind fix. So, gibt's irgendwo eine Anhöhe? Hier in der Nähe. Ja, ich will nicht schon wieder umfallen hier und wieder neu anfangen. Ah, da sind die anderen. Oh, die haben vor mir gelassen. Die haben vor mir gelassen, ne? Ja, da war ich auch wieder hier viel zu voreilig. Ich mach's jetzt mit dem Unwetter weg. Das nützt doch alles nix. Es sind ja so viele da hinten. Oh, das ruckelt, ne? Gibt's hier noch was in der Nähe? Ich weiß, diese Sklavenbrote. Sklavenbrote, Sklavenhunde. Okay, dann werde ich meinem offlooten. Ja. Gelootet und dabei noch jede Menge Heilpflanzen, Heilkräuter und Heilwürzelchens gefunden, also Heilwurzeln. Das ist auch gut so. Ich war ja mal abspeichern und versuchen, diese widerlichen Sklavenspürhunde hier mal. Der ist gut. Der ist nicht so. Der ist agiler, also wenn ich einen Seitenausfallschritt mache, dann folgt er mir. Unaufhaltsam. Die Raubkatzen lasse ich noch mal. Und, oh ja, ne, Wüstenfliegen gibt es auch noch. Es kann ja nicht anders sein, dass es hier noch jede Menge Wüstenfliegen gibt. Speichern wir mal. Und dann gucken wir mal, ob wir aus der Entfernung schon... Ah, ich sehe noch Heilpflanzen. Ja, manchmal sehen auch andere Texturpflanzen wie Heilpflanzen aus. Okay. Nah genug, aber ich sehe sie doch. Okay. Und da hinten ist ein Löwe, ne? Sandbeißer, ah ja, oh, weia. Die kommen ja so langsam auf mich zu. Ach, die wittern. Leute, das ist cool gemacht. Also die wittern schon mal. Entweder wittern sie die Wüstenfliegen, die tot sind, oder die haben einen G-Punkt. Ich meine jetzt, aha, da muss ich mal untersuchen. Was ich natürlich meine, ist nicht der G-Punkt im anatomischen Sinne, sondern eigentlich der Wegepunkt. Aber sie mampfen da fröhlichst herum und drumherum jede Menge giftiger Wüstenfliegen. Also Unwetter in der Oase. Again. Da hinten waren noch ein paar, ich weiß. Aber das waren ja Raubkatzen. Ich werde jetzt looten und auch noch hier die Pflanzen aufsammeln, die ich noch gesehen habe, wie zum Beispiel die hier. Ja. Der Tag bricht so langsam an und ich stehe hier kurz vor Uga oder wandel hier kurz vor Uga, was ist, und habe noch Weidenbeeren und Feuernesseln und Blauflieder gefunden. Und hier ist ein Brunnen, die schönen alten Brunnen wie aus Gothic 1. Und da hinten, was ist das? Wüstenwölfe. Das heißt, ich darf wieder ein Unwetter generieren. Will ich noch nicht. Will erstmal wissen, ob ich da rechts irgendwie nach Uga komme, weil das sind ja auch wieder so massenhaft Wölfe. Feuerwurzel.
Lass mal hier so ein bisschen gucken, ob wir hier an einen Kräuterchen rankommen. Hier nochmal. So, da muss man echt Unwetter generieren. Das ist, geht nicht, also in meinem Fall jetzt. Außerdem bin ich noch nicht so gut. Was ist das wieder für ein Teil? Panther. Da ist noch ein Panther. Bin ich jetzt vor Uga oder habe ich mich da jetzt geirrt? Nee, Uga. Das soll doch Uga sein. Richtig, das ist Uga. Das heißt also, ich müsste die Panther und die Wölfe killen. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als noch die letzte Amtshandlung im Unwetter zu machen. Aber hier sind ja so viele Panther in der Nähe. Werde ich das Ganze mal anders machen. Und zwar... da, wo ich als erstes war, gehe ich mal von der Seite hier ran, damit ich nicht... Rudelführer Wüstenwolf. Ach du liebes bisschen, Rudelführer sogar. Ich weiß nicht, ob das gelingen wird. Aber das ist jetzt wohl die Fraktion Wüstenwolf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Gehen wir es an. Was ist das jetzt? Ah, hier sind noch wer. Oh, nein. Das bringt doch nichts, Roland. Mit dem Messerchen. Wer ist er denn? Oh, der sieht ja aggressivst aus. Aggressivst. Die alle auf den Arsch hast, sorry, dass ich das so sage, aber dann ist wirklich Sense. Ja, die loote ich im Off und ich gucke auf die Zeit. Oh ja, wir müssen. Also 12, das sind, ja, es könnte im Schnitt noch auf 30 Minuten kommen, vielleicht eventuell höher. Also ich loote das jetzt alles mal hier so und da hinten ist noch einer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ach ja, Kommentar eventuell, ne? Daumen jedenfalls. Tschüss.